Mahlzeit, Freunde, willkommen zurück zur nächsten Folge Red Dead Redemption 2. Ich wollte eigentlich in der Zwischenzeit ein bisschen jagen gehen. Ich habe mich ein bisschen informiert und so. Und diese Teile hier vorne im Lager, wo man Munition, Essen und Medizin spenden kann, die sind noch nicht freigeschaltet. Das heißt, wir werden jetzt erstmal ein paar andere Missionen machen. Und dann sehen wir zu... Ach, guck mal hier, wir können Feuerholz hacken. Ehrlich? Sollen wir das mal machen? Und dann sehen wir zu, dass wir da spenden können und alles. Ach was, hack mit R2. Was bringt mir das? Du hast die Aufgabe abgebrochen. Ist es eine richtige Aufgabe oder was? Wie viel muss ich denn machen? Alles, was da liegt? Komm schon. Und go. Du kannst Ehre und Charakterwerte verbessern, indem du alltägliche Aufgaben im Lager erledigst. Die Bande wird diese Hilfe anerkennen. Ist das nicht schön? Ist das nicht schön? Guck mal, da hinten ist Kollege Strauß. Und mit dem werden wir jetzt erstmal reden. Herr Morgan! Herr Morgan! Mr. Strauß. You busy, my friend? Why? I'll cut you in. Blown it. Already? You know how it is. People is happy to borrow off someone like me. But more enthusiastic paying back to someone like you. Of course. Who are they? Let me see. A Chick Matthews works at Guthrie Farm. He's a hand, I believe. Mr. Roble, the small holder at Painted Sky, runs the operations there. Badly. Miss Lily Millett is a ranch maid up at Emerald Ranch. And here was me believing Dutch's bluster about us helping folk. It's legal work, Mr. Morgan. Debtors belong in prison. We are doing them a favor. Ah, make sure they see it in them terms. Put the dead in the box and try not to keep... Dokumente eintreiben oder was? Schuldnerliste benutzen. Lesen. Okay, wir drehen kurz um. Auch da ist nichts drauf. Alles klar. Personen, die der Bande Geld schulden, sind auf der Karte mit Blasülz markiert. Kartenmarkierungen, die größere Bereiche abdecken, zeigen ein Gebiet an, das du durchsuchen sollst. Dann schnappen wir uns mal unseren... Hier, er ist immer noch hier angekettet, Alter. Ja, eigentlich hier schon. Wie witzig, dass er das genau jetzt fragt, ey. Der hängt da immer noch. Okay, komm. Dann lass uns mal auf der Karte gucken. Ach, die erste ist schon hier. Naja, dann werden wir mal hier zu den entfernteren Orten reisen, um mit der Show zu beginnen. Da sind wir wieder, frisch ans Werk. Alles klar. Lily Millett. Okidoki. Da vorne, das ist bestimmt ein Typ. Moment, ich möchte, glaube ich, mein Pferd mal anbinden. Könnte sein, dass die gute Frau da vorne im Haus ist. Ich kann natürlich nicht einfach reingehen. Oh, hier ein neues Pferd mitnehmen wäre natürlich geil. Okay, wo kann ich mein Pferd denn mal anbinden? Lily Millett. Where can I find it? I don't know. Okay. Hier vorne ist ein Hund. Fremde Person befragen. I need to find a ranch maid here called Lily Millett. You know where she is? She's with Cooper over by the store. Mit Cooper beim Store. Also hier vorne. Okay, die unterhalten sich schon darüber. If you didn't make it this week, who's to say you'll make it next? Don't you take that tone with me. I thought you said you loved Lily. Where's our money? What? That loan you took. It's payday. Payday, I'm sorry, baby. I don't have it right now. Well then, I guess we got a big problem, don't we? Cooper, give him what you've got. I ain't giving him nothing except a lesson in damn manners. Bitte was?
Er haut mir eine. Paff, Alter. Komm schon. Linke, rechte, rechte, links, links, Uppercut, Alter. Kopfnuss. Nehmen Sie sich einfach alles, was Sie bei ihm finden. Lilis Schulden. Okay. Schulden erfolgreich eingetrieben. Moment mal gerade, Freunde. Ich muss mal gerade... Zeuge, Raubüberfall. Alles klar, wir haben den Kollegen jetzt einfach mal mitgenommen. Fangen ihn wieder ein. Fesseln ihn. Plündern ihn aus. Oh shit! Die Sheriffs! Scheiße, 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 scheiße! Scheiße, die machen mich kalt, die machen mich kalt. Ich muss laufen. Ich schlage... Dingens, wie heißt die Scheiße? Haken. Ah. Komm schon. Ah, da hat er mich gekriegt. Scheiße. Tod. Mist. Aber egal, ich habe die Mission ja geschafft. Folglich ist eigentlich nur mein Status weg, dass ich gesucht wurde als Krimineller, wenn ich das richtig sehe. Oder? Minus 6 Dollar, neuer Tagebucheintrag. Ich habe meinen Hut verloren. Das ist scheiße. So, wo sind wir denn jetzt? Bei den Heartlands? Ja, das ist geil. Dann können wir hier gleich weiter das Geld eintreiben. Mal gucken, was uns so zwischendurch noch passiert. Ich denke mal, könnte noch so einiges kommen. Die Aufgaben und die Missionen hier sind ja doch nicht gerade, ja, klein. Ne? Dauert schon ein Stückchen. Ich habe mit den Leuten auf der Gegend sprechen, um zu fragen, wo er sich aufhält. Wer denn? Fremde Person befragen, bitte. I was told I could find a Chick Matthews up here. Chick Matthews. Chick Matthews? You might want to talk to that fella over there. Nah, I'm just here to work for the sea. Which fella? Yeah. So, auf der Map hier vorne angezeigt? Nee, der gelbe kleine Punkt. This one. Fremde Person befragen. You Chick Matthews? Oh, no, not me, sir. That's the greenhorn over there. Oh, and there he goes. Ah, es war doch der. So, den müssen wir erstmal fangen, Alter. Why is it always so complicated? Ich hab voll wenig Energie. Alter Schwede. Wir sind echt zu langsam. Da unten. Springt ihr auf den Zug auf? So. So. Sollen wir da mal hingehen? Absteigen. Nochmal fangen. Komm schon. So, fesseln. Ah, damn it. Shouldn't have done that. Well, let's hope you got something on you. Oh shit. Well, this map Chick's Schatzkarte. Was ist das denn? Suppose there ain't much I can do. Kann ich wohl nichts machen. Lesen. Sollte mir irgendwas zustoßen, sind all meine irdischen Besitztümer hier aufbewahrt. Bye, Pferd.
Okay. Ein Loch in einem Baum. Fuck. Begib dich in das auf der Karte angezeigte Gebiet. Ach, Gott sei Dank. Haha. Gott sei Dank. Ich dachte schon, ich müsste da jetzt irgendwie hinfinden oder so. Keine Ahnung, shit. So, Freunde, wir sind jetzt gleich wieder da. Wir müssen nur einmal kurz über den Fluss und dann sollte die ganze Geschichte hier vorne auch schon stattfinden. Mein Pferd ist dreckig. Habe ich sauber gemacht jetzt? Weiß ich gar nicht. Ich habe eben noch ein kleines Bison erlegt. Das Fell war wieder schlecht, weil ich es mit der Knarre gemacht habe. Nicht mit dem dafür passenden Werk. Kann ich es hier anbinden irgendwo? Eher weniger. Ja gut. Bisonfell entfernen. Nein, dann gehe ich doch einfach mal rein. Knock, knock, Mr. Robe. Moin. Sprecham zu panorobi w moim domu. God damn it. English? Speak English? Me, Silesia. Yeah, good for you. Upper Silesia. I'm here for money. You borrow from a German man? Aha, German. Mein Herr, sprechen das, das, the Kaiserreich, I don't speak German neither. I'm here for money. Money. That you borrowed from Leopold Strauss. Leopold Strauss. Yeah. So it's time to pay. So, so. Where is it? Well, no, I have nothing. It's very bad winter. We've all had a bad winter, pal. Where is it? No. No. Nie. Wir bedrohen ihn mal. Schlage den Schuldner zusammen. Potrzebuję trochę czasu, znajdę ci pieniądze. Pieniądze. I understand you. Where is the money? Gold, dollars. Nie rób tego. I have nothing. Przestań. Już nie mam siły. No. Please, no. Ja, was machen wir jetzt mit dem? Was machen wir jetzt mit dem? It's good. It's valuable. It's Warsaw, yes. I have your things. Okay? I have anything in here or out there. Okay. Haus plündern. Schrank durchsuchen. Was haben wir denn da? Guter Brandy. Not good yet. So, was haben wir hier noch? Da vorne ist, glaube ich, noch ein Schrank. Hier ist ja nichts. Don't even speak English. Was ist hier los? Oh, mein Pferd muss gestriegelt werden. Oh, Schublade durchsuchen vom Beistelltisch. You must have come here with some. Und was ist das? No, antike Taschenuhr. No. Yes. Ein dreieckiger Schrank. Witzigerweise, ich kann keine weiteren Gegenstände nehmen. Witzigerweise habe ich tatsächlich mal so einen Schrank gesehen, so einen dreieckigen. Der hatte ein Geheimfach. Zigaretten kann ich nicht mehr nehmen, oder was? Das ist so bad, ey. Das ist so bad. Was soll ich jetzt hier sonst überhaupt noch mitnehmen? Silber was? Silber Ohrstecker. Fröbbels Wertsachen. Schulden erfolgreich eingetrieben. Okay. That should about cover things. Alles klar. Was ist mit ihm? Ich kann ihn bewegen, oder was? Was haben wir hier noch so? Verlasse das Haus. Okay,
dann nehmen wir hier auch nichts weiter mehr mit. Pfeifen ab. Und weil wir diese Mission hier oder diesen Teil der Mission als letztes gemacht haben, haben wir es nicht mehr sehr weit. Bleibst du jetzt wohl hier? Haben wir es nicht mehr sehr weit zum. Hep. 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 Das war ein Weitersprung. Zu unserem Lager. Liegt das hier jetzt nicht mehr oder was? Oh, wie schlecht. Ich habe das legendäre Fell hier einfach liegen lassen. Ja, das ist natürlich sehr gut, ne? Also, irgendwie hat mir das Game schon signalisiert, dass ich... Ja, scheiß auf das scheiß Fell, dann macht es keinen Sinn, hier irgendwelche Fälle zu... Ja, Gegenstände bleiben hier einfach liegen. Toll. Mein legendäres Dings ist weg. Dreckige Pisse. Aber egal. Nein, nicht egal. Voll schlecht geschrieben, so. Jo, die bleiben jetzt hier liegen, die Teile. Nee, bleiben sie eben nicht. Wenn du aus dem Lager weggehst, sind sie wieder weg. Naja, was soll's. So, wir müssen das hier reinlegen, das Geld. Und zack, liegt das Buch hier drauf. Yes. Darauf haben wir gewartet, Friends. Beziehungsweise darauf habe ich gewartet. So, Schulden abbezahlt, mein Anteil. Schulden abbezahlt, mein Anteil. Schulden abbezahlt, mein Anteil. So, Kontrollbuch. Geil. Zum Ende der Folge doch noch hin, was Geiles. Das nehmen wir auch direkt noch mit rein. Die erste Seite des Kontrollbuchs zeigt die neuesten Beiträge aller Gefährten. Arthur, Arthur, Arthur. Oh, da haben wir natürlich schon gut was gespendet, was? Nächste Seite. Ach, Moment, ich kann hier gerade mal kurz nochmal zurück. Blättere zur nächsten Seite, um die Lagerverbesserungen zu sehen. Okay. Arzneien. Strauß Arzneiwagen. Preis 30. Erhöhe die Vorräte des Arzneiwagens und füge Schlangenöl hinzu, um dein Dead Eye aufzufüllen, sowie Magenbitter, um deine Ausdauer aufzufüllen. Kaufe eine Verbesserung für dein Lager. Pearson Speisewagen. Erhöhe die Vorräte des Speisewagens. Ach, so ist das. 30. Die Menge und Qualität der beim Arzneiwagen verfügbaren Tonika hat sich erhöht. Wird der Lagerbestand niedrig, kannst du die Vorräte gegen Bezahlung wieder füllen. How did you get on, Herr Morgan? So ist das. Fine. Our accounts are up to date. Sad sacks, a lot of them. Good, very good. My pleasure. Well, if it's pleasure you're after, there is one other. This farmer preacher fellow I met in Valentine, Mr. Downs. The opinionated little do-gooder? Yeah, I know the one. I certainly know the type. Thank you, Herr Morgan. There's no need to thank me. Like you said, it's a pleasure I'm after. He's more slippery than he seems. I've tried being polite. Don't take any nonsense. Nonsense? Me? If he doesn't have the money, beat him. Well, I usually do. Alles klar. I know. Und das wäre dann quasi der zweite Teil dieser Mission. Was ich jetzt tatsächlich noch machen möchte, ist, ich gehe nochmal zum Buch und gucke jetzt nochmal nach, wie es darum bestellt ist mit unseren Vorräten. Da müsste er jetzt ein grünes Lämpchen, ja, gelb zumindest, Kontrollbuch. So, wir gehen mal direkt weiter. Nächste Seite. Pearsons Speisewagen. Was ist das denn? Etwas mit Schuss, Tonikum und Alkohol. Moment mal gerade, wo sind wir denn jetzt hier? Genau, Strauß Arzneiwagen. Erhöhe die Vorräte des Arzneiwagensführers. Aha, für 50 oder was? Okay, wir müssen das... Die Menge und Qualität der beim Speisewagen verfügbaren Nahrungsmittel hat sich erhöht. Wird der Lagerbestand niedrig, kannst du die Vorräte gegen Bezahlung wieder einführen, genauso wie bei der anderen Mission. So, was haben wir denn hier? Arthurs Munition. Erhöhe die Vorräte des Munitionswagens. Das müssen wir auch machen. Ach, guck mal hier. Geil. Da habe ich es jetzt gesehen.
Da habe ich es jetzt gesehen. Da wird die Folge hier zum Ende hin nochmal richtig crazy. Vielleicht mache ich sogar zwei Folgen raus. Nee, ich glaube nicht. So, echte Feuerkraft, Artus Munition, Wurfmesser, Flinten und Gewehrmunition. Wir haben jetzt Angriff verbessern gemacht, Repetiermunition und Pfeilen. Sehr geil. Unterkunft, verbessere Dutchs Unterkunft, inspiziere andere Bandenmitglieder. Inspiriert andere Bandenmitglieder mehr beizutragen. Dutchs Unterkunft für 220. 220 habe ich noch nicht. Pferdestation, Hühnerstall. Ach krass, da ist das Lederbearbeitungswerkzeug. $225, meine Freunde. Das ist nicht schlecht. Okay. Also brauchen wir in der nächsten Folge $225. Das sind fast $100. Da müssten wir quasi 4 Kopfgeldleute wegknallen. Und Kopfgeld ist, glaube ich, gar nicht am Start. Ich weiß nicht, wie viel Bonus wir kriegen und wie viel noch so passiert. Am besten machen wir noch eine neue Mission. Die Sachen habe ich jetzt ja so erst noch freigeschaltet im Lager. Und ja, vielen Dank fürs Einschalten. Bis dann, bis morgen. Tschüssikowski.